Welcome to the Tech Race. What happens when humans, horses, and technology work together? Game changer. (570 meters per minute). That's the average speed required for a three-star event. Equestrians must make decisions in milliseconds. Now a new technology exists that allows them to rewind and see if they made the best decisions by combining a GPS tracker with a helmet camera, which reveals details about the race. Eine durch die Erfassung von Daten plus der Helmkamera, eigentlich zwei Datenformate, die so direkt nichts miteinander zu tun haben, und die dann stattfindende Fusion. Damit sind wir erst in der Lage, ein völlig neues, wenn Sie so wollen, Datenerlebnis zu schaffen. Und jetzt weiß ich haargenau, ganz genau, wie schnell ich wo bin. Wir haben gerade mit Ingrid Klimke die Erfahrung gemacht, dass sie beim Anschauen der Videofusion hinterher auch noch Dinge entdeckt hat, die ihr während des Rittes selbst gar nicht aufgefallen sind. In Lümmühlen, a small village in the north of Germany, three-time Olympic medalist Ingrid Klimke prepares herself to compete using this innovative new system. Also der Reiter ist für zwei Dinge verantwortlich. Einmal für das passende Tempo und den optimalen Weg. Beides kann man natürlich ideal im Nachhinein analysieren. Die Basis all unserer Daten ist die GPS-basierte Position. Und aus diesen Positionsdaten, die wir bis zu 10 Mal pro Sekunde erfassen, können wir alle anderen Dinge quasi im Nachgang ausrechnen. Das dann noch kombiniert mit dem Bewegungsprofil, das reicht dann aus, um auch kompliziertere Analysen durchzuführen. Reitet in einen Hinderniskomplex rein und dann weiß ich eigentlich vorher schon beim Abgehen, nehme ich mir vor, spätestens an dieser Stelle, da ist mein Vorbereitungspunkt und da möchte ich gerne Parcours-Tempo haben. Und dann sehe ich natürlich hinterher in der Analyse, ob es auch wirklich so war. Und das bringt einen natürlich dann auch dauerhaft weiter. The device tracks the rider on 9 axes at up to 100 times per second. Once the rider has finished, this data can be transferred to derive a gallop analysis, for example. Das bietet natürlich dem Sportler selbst neue Möglichkeiten, sein Training zu adaptieren, am Ende seine Leistung zu verbessern. Ingrid Klimke has won 2 gold medals in the Olympic Games, Beijing 2008 and London 2012, plus a silver medal in Rio 2016, all in eventing. Eventing includes dressage, jumping, and a route through a course with both fixed and natural obstacles. Given her success, it is apparent she is following in her father's footsteps, Rainer Klimke, who won 6 gold and 2 bronze medals in dressage. Der Reiter muss über dem jeweiligen Hindernis bei einem Komplex zum nächsten schauen. Und darf jetzt nicht zum Beispiel ins Wasser reinspringen, erstmal ins Wasser gucken, danach hoch gucken, wo bin ich überhaupt, der nächste Sprung, dann ist es schon vorbei. Und mit der Helmkamera sehe ich ja genau, wo ich hinschaue, ob ich jetzt ins Wasser gucke oder womöglich den Zuschauern wink oder ob ich zum nächsten Hindernis gucke. Self-analysis is only one part of the bigger picture. The system also allows you to compare yourself to competitors. Bei der analytischen Plattform, wo die Rohdaten noch mal weiter und feiner aufgearbeitet werden, da haben wir einen Vorteil, den wir, oder ein Feature sozusagen, was wir in der Realität so gar nicht haben. Wir haben nämlich da die Möglichkeit, Ritte von mehreren Reitern übereinander zu legen. Das heißt, wir können da der Realität ein Schnippchen spielen und Reiter gleichzeitig starten lassen, um dann einen direkten Vergleich auch machen zu können. This system offers performance data as entertainment brought to life. Since both video and data can be visualized on a screen or mobile device, the spectator is immersed in a truly unique experience. Im Endeffekt kommt da nur ein Videofile raus, was insbesondere die Fans sehr gerne verwenden, um es auf sozialen Medien zu teilen. Man sieht das anhand der vielen Klicks, wie viel es den Vielseitigkeitsfans bedeutet. In the future, we could imagine some additional elements for the video fusion, designed to give fans and riders even more insight and provide a better entertainment experience.